Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Da ist ja die Zapfsäule. Haha. Wir sind unterwegs und versuchen Casablanca zu finden. Und ich gucke mich gerade hier in meinem schönen Renault Truck um und sehe gerade, da ist so ein Sitz mit dem Rücken zur Außenscheibe da, ne? Auch irgendwie interessant, so der dritte Sitz da hinten. Kann man nur nicht so richtig sehen, irgendwie. Ne, wenn ich jetzt Außensicht mache, das hilft mir auch nichts. Da komme ich nicht so wirklich da dran, ne, oder? Nee. Nee, das geht nicht. Irgendwie geht das nicht. Na egal. Ist ja auch schließlich kein Truck-Cook-Simulator, sondern Fahrsimulator und dann fahren wir auch. Ja. Ne, die hatte ich doch gar nicht. Jetzt machen wir erstmal die Karre an. So, vierter Gang kann passen. Handbremse raus und los. Weiter. Da vorne kommen nämlich wieder Schilder, auf die ich ganz neugierig bin. Was möchte ich denn da draufstehen haben? Also, Barcelona wird da wohl sicherlich nicht draufstehen, wo wir jetzt rübergefahren sind Richtung Limoges. Aber was könnte denn da draufstehen? Madrid schon? Nee. Ach ja, dieses Bilbao, genau. Bordeaux, Bilbao, das ist gut. Nantes wollen wir nicht. Bilbao ist das nicht schon? Das ist doch schon Spanien, ne? Na sicher. Bilbao ist schon Spanien. Das ist aber ziemlich weit im Westen. Wenn wir dann noch weiter nach Westen fahren, sind wir rucki-zucki in Portugal. Das wollen wir eigentlich nicht unbedingt. Ich meine, klar, könnte man auch durch Portugal fahren, aber ob das so der kürzeste Weg ist, weiß ich zu bezweifeln. Also wenn wir uns so die Ecke Bilbao nähern, sollten wir gucken, dass wir Richtung Madrid fahren. Und wenn kurz hinter der spanischen Grenze da nicht bald irgendwelche Schilder kommen, die nach Madrid führen, dann ist das eigentlich doof. Das sollte doch eigentlich sein, finde ich jetzt mal so. Ja. Ja, das wird schon bergisch da, das sieht schon wirklich so baskenländisch aus hier, oder? Also finde ich schon. Ja, Baskenland, das ist dieses nordspanische Land, so quasi an der Grenze zu Frankreich, da das Baskenland. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gefährliche Gegend. So als Tourist früher so mit dem PKW da durchfahren, das war nicht ungefährlich. Da war auch immer so ein bisschen Aufstand. Ich glaube, die haben gekämpft, da die Basken für Unabhängigkeit oder so. Ne? Da war immer. Nee, war nicht so. Auf Korsika auch, da bin ich mal rumgefahren, da habe ich mich gewundert. Einschusslöcher in den Häusern, alles verriegelt und verrammelt. Also so nicht an den Küstenbereichen, sondern so, ich sag mal, im Landesinnern von dieser kleinen Insel. Und da habe ich gedacht, verdammt nochmal, was ist denn hier los? Und alle Tankstellen zu und ich musste tanken. Ja, und dann habe ich gehört, dass da auch immer gerne mal. Ich muss hier ab. Das wird eng. Ich meinte, ich muss nicht ab, sondern ich wollte ja geradeaus. Ätzend, wenn sie wieder diese rechte Spur zur Abfahrt machen. Widerlich. Glück gehabt. Ach ja. Oh, ich bin wirklich mal gespannt, ob wir richtig sind hier. Da dieser Berg da hinten rechts. Das sieht aus, als wären wir sind wahrscheinlich schon in Texas hier. Gleich kommt John Wayne da entlang geritten. Ja. Oder eine Horde Indianer kommt gleich den Berg runter. Das wär's noch. Dann würde ich aber sofort meinen Anhänger oder meinen Auflieger abkoppeln und dann würde ich Gas geben. Ruckelzuckel. Tja, das sieht aus, als käme da eine große Stadt, aber ich glaube, das ist nichts weiter als, ja, Kulisse. Da ist eigentlich gar nichts. Sieht einfach nur so aus, glaube ich. Da kann man auch gar nicht reinfahren. Finde ich aber gut. Gut gemacht. Schön. Der Daniel ist im Level aufgestiegen. Das ist aber schön für den Daniel. Das ist mir völlig egal. Er soll Kohle ranschaffen. Hat er ja vielleicht. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich habe mich schon so an die Laufschrift da gewöhnt. Ich sehe die schon gar nicht mehr bewusst. Aber ich habe immer noch nur 460 Millionen. Das habe ich vor 3 Folgen schon gesehen, dass da eine 460 steht. Nicht einmal eine halbe Milliarde habe ich zusammen. Ist doch nix. 15.000. Das sind doch Peanuts.
Pascal, streng dich mal an, das sind Peanuts. Aber 460.999.000. 975, jetzt fehlen noch ganze 25 Euro. Hatte ich vielleicht schon die 461 Millionen, hab die gerade vertankt? Ja, kann sein. Ich weiß ja nicht, was da gerade gekommen ist. Nee, glaube ich nicht. Da kam ja gerade 15.000 an. Kann ja nicht. Kann ja nicht. Ach ja, so eine Autobahn entlang fährt, da fällt dann eigentlich ein Scheiß ein. Hat mir heute noch ein Arbeitskollege gesagt, der hat also auch schon mal so meine Let's Plays so ein bisschen geguckt. Der sagte so, also ganz ehrlich, wenn man das selber nicht macht, so was, ne? Wer guckt sich denn da schon stundenlang so an, wie einer einen LKW fährt, wo man doch gar nicht selber fährt? Nee, das schaffe ich nicht, das halte ich nicht durch. Ja, man muss da auch irgendwie, ja, Spaß dran haben und Interesse für haben. Ja. Auch interessant aus die Burg da vorne. Irgendwie. Ja. Also so mein Gefühl sagt mir, dürfte jetzt eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig weit sein, bis wir die Grenze zu Spanien erreichen. Also müsste so allmählich, müsste das doch werden. Und was wird? Die Autobahn wird kurviger. Das fällt mir mal auf, ja. Aber die Landschaft, die wird auch schon so ein bisschen südeuropäischer, so mit den Felsen und so, weiß ich nicht. Doch. Kommt mir so vor. Zack, da. Max hat's gebracht. 461 Millionen. Na bitte. Jetzt seht zu, dass er die letzten knapp 40 Millionen auch noch macht, damit ich eine halbe Milliarde voll habe. Ich helfe ja mit. So ein bisschen. Ah ja, das zieht sich und zieht sich. Wie spät ist denn das jetzt? 18:24 Uhr, du liebe Güte. Wow, ich sehe gerade, die Autobahn ist einfach mal zu Ende. Dann habe ich auch so eine ungefähre Vorstellung, wo wir sind. Ich bin nämlich, glaube ich, hier schon lang gefahren. Ah, da kommt Schilder. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich gleich entscheiden. Links, rechts, geradeaus. Was steht denn da drauf? Geradeaus geht es nach Bordeaux. Limoges links, Bordeaux rechts. Ja, was denn jetzt? Boah, schwere Entscheidung. Ja. Ich glaube, ich fahre mal einfach hier links. Ja. Komme ich denn hier gut rein? Mit sechsten Gang um die Ecke. Oh. Das könnte eng werden. Gucken wir mal. Oh, ist ein enges Ding. Das wird verdammt eng. Oh, weia, 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 weia. Kriegen wir das Schild noch gerettet da? Oder ziehen wir das um? Ich glaube, das Schild schafft's nicht. Ah, das Schild liegt. So ein Shit. Das ist aber auch ein dicker Klotz. Meine Herren. Hoffentlich war das jetzt nicht falsch, hier lang zu fahren. Irgendwie ist das alles komisch. Das ist komisch. Das fühlt sich doch irgendwie falsch an, so als würde ich wieder zurückfahren, so. Ich weiß nicht genau, wo Limoges ist. Ich möchte jetzt gerne rechts abbiegen, da wo die Berge sind, da so über die Berge, die Richtung möchte ich. Wäre vielleicht Bordeaux doch besser gewesen? Oh, weia. Au weia, au weia, au weia. Ich werde einen Teufel tun, auf die Map zu gucken. Das gibt's nicht. Ich fahre jetzt so bis nach Casablanca. Und wenn ich noch mal über Kopenhagen fahre, scheißegal.
Ich kann mir richtig vorstellen, so manch einer sitzt jetzt, guckt das Let's Play und klatscht sich vor die Stirn. Ist die blöd? Ja, danke. Oh, ich bin ein bisschen schnell. Ja, weil ich neugierig bin. Wann kommen Schilder, die mir vielleicht die Erlösung geben, ob ich doch so einigermaßen richtig noch bin? Deswegen logge ich jetzt mal die 85 ein. Da kommen auch Schilder. Was ist das? Maut. Ne, Maut finde ich jetzt nicht so gut. Ne. Ne, Maut ist jetzt nicht das, was ich jetzt eigentlich wollte. Gar nicht, irgendwie. Tja, 77 Ockern, ey, boah, ihr seid ja verrückt. Teuer, teuer alles. Ja, ich überlege gerade, ob das denn auch richtig ist. Ich krieg das nicht zusammen. Ich versuche die ganze Zeit vor meinem geistigen Auge da so diese Karte von dem Südfrankreich mal so aufzubauen, wie das denn da jetzt wo da was liegt. Aber ich krieg das irgendwie nicht richtig zusammen. Kann man mal sehen. Da hat man schon so oft drauf geguckt. Auch als Kind habe ich immer gerne den Atlas aufgemacht und so. Aber das kriege ich jetzt nicht wirklich hin. Na, irgendwo werde ich schon auskommen, ne? 70, was fahre ich? 78. Da geht's jetzt rein. Das geht nach Paris. Ich hab's befürchtet. Ich bin falsch. Ich bin definitiv falsch. Scheiße. Umdrehen muss ich. Ja, ist doch geil. Mit der großen Karre jetzt umdrehen. Ich mach das aber. Da kenne ich überhaupt nichts. Gucken, kommt jetzt keine Planke. Das Schild, das Schild. Mist. Kriege ich das Ding da rumgezogen? Ja. Oh, ah, das ist das kleine Schild, habe ich umgerissen. Da. Ja, gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe es befürchtet. So ein Ärger. Das war echt falsch. Bordeaux wäre richtig gewesen. Aber ich glaube, dann bin ich auf der richtigen Autobahn, muss dann nur einfach weiter gucken. Naja, also die ganze Strecke zurück. Ach so, furchtbar. Ach, diese Mautkacke da jetzt. 77 Ocken bezahlt. Und, aber die hätte ich ja sonst an anderer Stelle sowieso bezahlt. Also das ist jetzt nicht so. Mist. Also doch Bordeaux. Aber Bordeaux ist so weit an der Atlantikseite. Oh Gott, ich werde ausgelacht, ey. Jetzt habe ich. Ist mir aber schnell gewesen. So, komm. Gib mir den Zettel und lass mich weiterfahren. Ach Mann. Ich will nach Casablanca und fahre hier durch die Gegend wie so ein aufgeschrecktes Hühnchen. Flatter, 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 links, rechts, geradeaus, wo lang, wo lang, wo lang? Auf einmal steht da wieder Paris. Wie grausam. Wie brutal. Wie gnadenlos brutal die Wahrheit sein kann.
Der fährt ohne Räder vor uns, auch nicht schlecht. Ja, manchmal ploppen die weg. Doof. Ach, das ist Luke Skywalker mit dem Landspeeder. Genau so ist es. So, oh, die Bullen. Die hätten mir ja mal sagen können, ey, du bist falsch. Die wissen ja nicht wohin, ne? So, ja. So, jetzt müsste aber doch eigentlich gleich wieder die Stelle kommen, wo ich aufgefahren bin, ne? Genau, da steht dann nämlich Bordeaux, geradeaus, Paris, abfahren. Genau, und da ist die Brücke, da bin ich aufgefahren. Richtig, und jetzt fahre ich nämlich hier unter der Brücke durch, geradeaus, weiter Richtung Bordeaux. Und ich glaube, das ist besser. Auch wenn ich nachher nach Spanien reinkomme, dass ich ein bisschen weit drüben Richtung Portugal bin. Aber ich glaube, das ist besser. Oh, hier ist ein bisschen huckelig. Schlägt ins Lenkrad. So, aber die Zeit ist abgelaufen. Ich werde mal anhalten. Wir haben ja hier zum Glück schöne Notstreifen und da werde ich mal kurz die Kiste zum Stehen bringen. Es ist nämlich im Realen jetzt auch 2 Uhr in der Nacht und ich mache jetzt auch Feierabend. So, hier bleibe ich stehen. Hier störe ich auch niemanden. So. Vierten Gang ist immer gut. Feststellbremse rein. Und dann sage ich, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, drückt mir die Daumen, dass ich den Weg finde und dass das jetzt hier einigermaßen richtig ist. Bis dann, bye bye, tschüssi und gute Nacht.